Ein RGB-Laser für perfekte Farben, ein riesiger Farbraum und ein unschlagbarer Preis. Es gibt den Hisense C1 Laserprojektor da draußen im Markt und irgendwie ist mein Video abhandengekommen. Das wollen wir an dieser Stelle einmal korrigieren. Anlass ist der Amazon Prime Day dieses Jahr gewesen, wo der Hisense C1 für 1500 Euro verkauft wurde. Und ich habe doch diesen Projektor schon mal in den Fingern gehabt und habe dazu eine Meinung mir herauskristallisiert. Und diese Meinung, muss ich dazu sagen, hat noch absolut Bestand, deswegen dieses Video passend zu den, ja, ich sag mal, Prime Day Angeboten, die es dazu gab. Und ich sage mal, jetzt im Laufe des Jahres, gerade Richtung Black Friday, wird dieser Projektor wahrscheinlich wieder Wellen schlagen. Und ich muss dazu sagen, für jeden, für den dieser Projektor jetzt auf dem Datenblatt spannend daherkommt, lege ich einmal mein Testvideo ans Herz, denn ich muss an dieser Stelle schon dazu sagen, der Projektor hat mich persönlich nicht überzeugt, um nicht zu sagen, es war von allen Projektoren, die ich bisher in der Hand hatte, der am wenigsten überzeugen konnte. Vielleicht ist das allerdings auch nur meine Meinung und ihr seht das da draußen ganz anders. In dem Zuge nehme ich euch heute mit auf mein Testvideo und schäle in diesem Zuge heraus, welche Stärken und Schwächen ich zum Hisense C1 zutage fördern konnte. Wir bekommen hier einen Laserprojektor mit drei Lasern, also RGB-Laser. Das heißt wieder, ich habe ein bisschen Angst, dass das rote Glitzern wiederkommen wird, aber das finden wir im Laufe der Zeit raus. Was ich euch als erstes einmal zeigen möchte, wenn man den Karton so aufmacht, erstmal das ganze Ding, der Karton, ich tippe mal, das sind etwa 10 Kilo in einem 30 cm Würfel, den ihr geliefert bekommt. Und das fühlt sich hier auch gar nicht mal so an, als wenn man irgendwie einen Projektor auspackt. Das fühlt sich mehr so an, ja, ich finde, als wenn man sein Handy, irgendwie ein Handy auspackt. Also schon alles so richtig schön, etwas eleganter und hochwertiger gemacht. Und das ist schön, das macht Spaß, sowas auszupacken. Ich persönlich bin aber kein Fan davon, wenn Verpackungen immer so, ja, hochwertig und aufwendig gemacht sind. Ja, das ist schön, das macht Spaß, aber das heißt immer, da ist auch Geld in die Verpackung geflossen. Und da bin ich immer kein Fan von, weil ich möchte das Geld vom Produkt ja nach Möglichkeit im Produkt haben. Was haben wir im Lieferumfang? Wir haben eine Fernbedienung. Zur Fernbedienung hier nichts Besonderes, ganz normaler Standard vom Standard. Oben haben wir eine Power-Taste, eine Input-Taste, eine Mikrofon-Taste, links die Bild-Taste, rechts 1, 2, 3, muss noch rausfinden, wo es ist, Steuerkreuz mit OK-Taste, unten rechts Menü-Taste, Zurück-Taste, Home-Taste, ja, lauter, leiser, heller, dunkler. Ihr seht, was für Tasten drauf sind. Also hier nichts Besonderes. Natürlich mit den Tasten für Netflix, Disney+, Amazon Video und YouTube. Und das war's. Es gibt ja keine anderen Streamingdienste. Paramount, Apple, völlig überbewertet. Als nächstes haben wir so ein, ja, relativ schweres Netzteil. Also das Netzteil ist extern bei dem Laserprojektor. Und wir haben ein Kaltgeräte-Netzstecker mit schätzungsweise 2 Meter Länge. Etwa 2 Meter Kabellänge bekommt ihr mit dem Netzteil und mit dem Netzteil bekommen wir auch den Hinweis, dass hier eine maximale Stromaufnahme von 179,93 Watt stattfinden soll. Das wären 200 Watt und das werden wir auch noch prüfen. Dann haben wir hier noch einen 4K UHD-Stick drin mit so einem Sonderstecker, wo ich nochmal rausfinden muss, wofür der da ist. Und wir haben eine schöne, dünne Dokumentation. Da sind wir wieder beim Thema wie beim Handy, ne? Also das passt durchaus schon ganz gut zusammen. Von den Abmessungen haben wir 24,5 cm in der Breite. Dann haben wir 18 cm in der Höhe. Und wir haben 21,5 cm in der Tiefe. Von der Verarbeitung macht der Hisense C1 einen echten hochwertigen Eindruck. An der Seite seht ihr so große Lüftungs-, ja, so eine Lochplatte mit ganz viel Lüftungsraum und man kann da auch ein bisschen die Technik des Projektors durch erhaschen, was tatsächlich ja schon faszinierend ist, wenn man sich halt immer ein bisschen für die Beamer-Technik begeistern kann. Diese gelochte Seite haben wir auf beiden Seiten. Hierdurch erkennen wir schon zwei Lüfter, die ihren Dienst hier verrichten werden. Das sieht nach, ja, das könnten 10, 12 cm, 12 cm Lüfter sein, die dort drin arbeiten. Auf der Oberseite sehen wir einen Powerknopf, einen Play-Knopf und lauter und leiser. Auf der Front
erkennen wir, dass hier ein bisschen Sensortechnik steckt. Ich muss an dieser Stelle nochmal herausfinden, was diese Sensortechnik macht. Könnte allerdings darauf hindeuten, dass dort ein Autofokus und solche Spielereien hinterstecken können. Prominent auf der Front entdecken wir noch so ein JBL Sound Logo. Das heißt, hier ist ein Ton integriert und dieser ist von JBL zertifiziert. Wovon ich zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig viel halte, wenn ich ehrlich bin. Diese ganzen Zertifizierungen von irgendwelchen großen Namen, die man doch kennt, da bin ich halt kein Fan von. Auf der Rückseite sehen wir ein DC-In. Hier kommt der Strom raus. Dann haben wir einen digitalen Audio-Out, also mit optischem Kabel raus. Ein LAN-Anschluss, ein Audio-Out über Klinke. Das ist ja auch immer gar nicht so uninteressant. Ein USB 2.0-Anschluss. Dann haben wir zwei HDMI-Anschlüsse. Der HDMI 1 ganz klassisch. Der HDMI 2 mit EARC. Tatsächlich. Und dann haben wir noch einen USB 3.0-Anschluss sowie einen Infrarot-Empfänger, der auf der Rückseite prangert und warum auch immer mit so einem Tesastreifen versehen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist vom Werk, ob das da drauf sein muss oder nicht. Ich lasse es drauf, weil ich teste jetzt nur schnell durch. Und mir soll das jetzt egal sein an dieser Stelle, dass das drauf ist. Und hier haben wir so eine Art Button darunter. Ja, ich tippe mal fast darauf, das dürfte irgendwie hier, weil das Gehäuse sich komplett hier aus Metall und Aluminium anfasst, tippe ich mal darauf, dass hier hinter irgendwas steckt, was mit der Internetverbindung zusammenhängen könnte, damit da ein Signal rausgeht. Ich würde sagen, wir springen direkt in die Praxis. Beginnen wir mit dem Praxisteil und zwei Informationen. Also wir haben jetzt auf meiner 3 Meter breiten Leinwand ein etwa 2 Meter breites Bild und der kleine Haken an der ganzen Sache ist, das Leinwandbild ist nicht ganz ausgefüllt. Das heißt, mehr oder weniger, für die 2 Meter Bildbreite müsste der Projektor noch ein paar Zentimeter zurück. Das kann ich euch jetzt hier nicht so wahnsinnig gut zeigen, denn zack. Seht ihr das, wo der Projektor steht? Der steht genau auf dem Money Seat, auf meinem Sitzplatz. Da möchte ich eigentlich sitzen, wenn ich einen Film gucke. 2,45 Meter ist die Projektorenlinse von der Leinwand entfernt. Und das heißt, für ein 2 Meter breites Bild braucht ihr 2,45 Meter Abstand und der Projektor muss somit in meinem Heimkino beispielsweise auf dem Money Seat auf dem Sitzplatz sitzen. Und wie praxistauglich das ist, darüber lässt sich jetzt streiten. Ich habe jetzt mein Heimkino auch nicht abgedunkelt. Also ihr seht das, es ist hinten, hinter der Leinwand ist lichtdurchfluteter Raum. Die Sonne scheint heute richtig stark. Und dennoch projiziert der Projektor hier ein brauchbares Bild und hat auch ein Trapez, weil ich ihn so anders aufgestellt hatte, wo ich ihn getestet habe. Jetzt zeige ich euch mal als allererstes einmal kurz so einen kleinen Overview der Einstellungen. So, hier oben in der Menüleiste haben wir die Einstellungen und der Projektor hat eine besondere Funktion, die nämlich heißt, er kann automatisch das Bild anpassen. Das zeige ich euch mal als allererstes. Da macht er auch den Autofokus, also macht den Fokus alleine, macht die Bildgröße so wie es soll und das funktioniert an und für sich richtig gut. Und er hat auch das Trapez gerade korrigiert. Also richtig schön, weil er ja jetzt tatsächlich gerade steht, so wie er projizieren kann. Ihr könnt das Ganze hier nochmal manuell korrigieren. Da könnt ihr hier die 4 Bildpunkte setzen. Dann könnt ihr hier natürlich automatisch den Fokus setzen. Ihr könnt den Fokus manuell setzen. Also ganz bequem, wie ihr das Ganze wollt. Und jetzt kommt ein spannender Punkt, Projektionsbild Zoom. Und hier könnt ihr so diese, ich sag mal, Menütaste an der Seite. Da könnt ihr jetzt switchen zwischen rauf und runter und größer, kleiner. Also jetzt ist das Bild maximal aufgezoomt. Das hat der Projektor auch selber gemacht. Das heißt, ich kann das Bild jetzt auch nicht verschieben. Grenzen des Bildbereichs wurden erreicht. Wenn der Projektor allerdings weiter vom Bild weg ist, als es sein muss. Das heißt, er ist hinterm Sitzplatz, wie bei mir, wäre es ja adäquat. Sollte er im fest installierten Heimkino zum Einsatz kommen, dann wäre er jetzt zu weit hinten. Das würde bedeuten, man müsste das Bild kleiner machen. Und das kann man hier digital auch tatsächlich tun. Und wenn man dieses Bild kleiner macht, merkt euch einmal das Ursprungsfenster, dann kann ich ihn auch innerhalb dieses Fensters, kann ich das dann auch verschieben. Aber alles digital, auf der digitalen Ebene. Und was jetzt nicht richtig rüberkommt, ist, dass ihr so einen Lichthof drumherum habt. Also wir haben einmal die Leinwand, die nicht mehr angeleuchtet wird, aber wir haben dennoch ein sehr aufgegrautes Leinwandbild in dem Bereich, wo dieses Ursprungsfenster mal war. Also quasi dieses hier.
wo dieses Fenster ist. Das heißt, dieser Rahmen, der wird auch immer dann grau ausgeleuchtet. Das einmal an dieser Stelle zu wissen. Was ich dem Projektor zugute halten muss, ist, wenn ihr hier digital nachbessert, man sieht keine Eingriffe. Also man sieht nicht, dass die Auflösung schlechter wird. Also das haben sie verdammt gut hier hinbekommen, obwohl es ja eine rein digitale Korrektur ist, die euch auf jeden Fall Auflösung kostet. Das ist im Praxisbild allerdings nicht zu erkennen. Also das finde ich Hut ab an dieser Stelle. Dann haben wir hier einen Augenschutz. Das heißt, wenn euer Kind vor dem Projektor läuft, so wie jetzt, meine Hand. Das Kind läuft vor dem Projektor, ist blind, irreversibel blind, kommt auch nicht wieder, dann schaltet der Projektor nach 5 Sekunden die Laserlichtquelle aus. Und wenn das Hindernis wieder weg ist, geht es wieder an. Also ich finde dieses 5 Sekunden, bis er ausgeht, ganz ehrlich, wer vom Projektor langläuft und blöd mal in die Linse guckt, was ja bei Projektorinstallationen durchaus mal passieren kann, ey, da sind 5 Sekunden viel zu spät, der muss sofort ausgehen und nicht sagen, ich zähle jetzt 5 Sekunden runter. Vom Sicherheitsaspekt halte ich das für sehr grenzwertig. Dann haben wir auch die Installation, wir können Vorderseite Decke, Rückseite und Rückseite Decke machen. Wenn ich sage Vorderseite Decke, dann haben wir natürlich das Bild kopfüber, wie wir hier gerade einmal sehen können. Also dann dreht er das Ganze. Also er hat auch ein Gewinde unten drunter übrigens. Das heißt, wir können mit einem ganz normalen Gewinde, oder ich habe ihn auf ein Stativ gestellt erst, wo ja der Projektor dann viel zu hoch projiziert hatte. Das war, wo ich gedacht habe, er wird ja sicherlich runter projizieren, aber er projiziert tatsächlich sehr hoch. Und ja, das ist von der Aufstellung halt irgendwie schwierig, ihn in eine Festinstallation vernünftig reinzubekommen. Das sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Wo ich den Projektor sehe, ist wie hier. Ich möchte spontan mal irgendwo ein größeres Bild haben und habe keinen Bock mehr, so einen 2-Meter-Fernseher an die Wand zu hängen. Für sowas ist das ganz cool. So, dann haben wir übrigens noch einen entscheidenden Punkt. Bei den Bildeinstellungen machen wir einmal weiter. Da kriegen wir immer diese tolle Energiewarnung, wenn wir da irgendwo reingehen und wir haben verschiedene Bildmodi da drin. Ich möchte eine Sache ganz klar festhalten. Wir haben einmal die Helligkeitseinstellungen, die man eigentlich auf Stufe 10 lassen kann. Der Projektor ist leise genug und nicht der hellste, ehrlich gesagt. Und ja, so ist es halt. Was ich festhalten kann, den adaptiven Kontrast, klar, das hat er auch Spielereien, mittel, niedrig, hoch. Das heißt, dass er ja dunkle Stellen dunkler macht, helle Stellen ja hell genug lässt, so dass er da mit dem Laserdimmer unterwegs ist. Die Bewegungskompensation, die hat mir richtig gut gefallen, muss ich dazu sagen. Die ist ohne Fehl und Tadel eine der besten, die ich tatsächlich bisher gesehen habe. Also da kann man nicht meckern, absolut state of the art, kein Grund zu Kritik. Ja, Rauschunterdrückung und so eine Spielereien könnt ihr beim Projektor eigentlich gerade bei digitaler Zuspielung immer gleich mal ausmachen. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen für einen Experten. Und da sind mir zwei Sachen extrem negativ aufgefallen. Einerseits, dass wir hier eine Farbkorrektur haben, mit der ich mich nicht mal auseinandergesetzt habe, weil so weit bin ich gar nicht gekommen. Warum bin ich so weit nicht gekommen? Weil wenn ihr einen Projektor kalibriert, dann fangt ihr immer an mit der RGB-Balance. Die muss stimmen, bevor ihr die Farben anfasst. Und hier haben wir im Weißabgleich so einen schönen Zweipunkt-Weißabgleich mit dem Offset und Verstärkung, also mit den unteren und oberen Bildbereichen. Fun Fact an dieser Stelle, egal, ob ihr im Offset oder in der Verstärkung rumstellt, es zieht sich durch das gesamte Frequenzspektrum eisern durch. Also das ist schon mal totaler Mist. Und wenn wir jetzt auf den 20-Punkt-Abgleich gehen, wo ich denke, 20 Punkte, dann könnt ihr hier allerdings auch in die 10%-Punkte reinspringen. Und könnt hier bei den 10% könnt ihr dann Werte einteilen. Rot mehr oder weniger, dann habt ihr Rot, Grün und Blau, so wie man das ja kennt. Und jetzt kennt ihr das ja vom RGB-Abgleich. Dass ihr die 10% kalibriert, dann nehmt ihr die 20%, dann nehmt ihr die 30%, dann nehmt ihr die 40%. Und dann stellt ihr jeden Punkt ein und am Ende habt ihr so eine mehr oder weniger eigentlich habt ihr immer einen geraden Verlauf, wenn ihr eine 10 oder eine 20 Punkt RGB-Korrektur habt, dann kommt ihr eigentlich immer an nahezu perfekte Ergebnisse. Bei diesem Projektor ist das unmöglich, denn ihr könnt zwar total klein eingreifen hier, allerdings, wenn ich bei 10% 10% rot hochziehe oder 10% blau runterziehe, dann passt das bei 20% überhaupt nicht mehr. Und da sollte er ja eigentlich nicht eingreifen, zumindest nicht so breit. Ein bisschen hängen die Punkte zusammen. Aber hier hängen die so weit zusammen, dass ich persönlich nach einer Stunde Kalibrierversuch abgebrochen habe mit der Feststellung, dieser Projektor lässt sich nicht vernünftig kalibrieren. Weil mit einem Klick hier drin, ein Klick rot, das sind 3%, 6%, 9% Farbveränderung,
Das kriegt ihr nie vernünftig auf den Punkt. Oder man setzte sich vielleicht einen Tag dahin. Ich meine, wenn ich mich einen Tag da dran setze, dann bin ich der Meinung, ich kriege hier eine akzeptable Kalibrierung raus. Weil so kann ich festhalten, ich weiß nicht, wie gut es die Kamera einfängt, dass Rakuten TV-Logo ist viel zu rot, das Paramount ist viel zu blau, was das betrifft, also rot und blau und insbesondere auch grün. Jetzt haben wir hier kein richtiges Grün, weil das alles, haben wir irgendwo ein richtiges Grün. Also richtig krass ist rote Intensive wie hier unten bei dem Tisch Man in Black 3. Dass die rote Tischdecke vom Tisch, die springt einem sowas von ins Auge, also die springt richtig aus dem Bild raus und das ist zu viel. Das ist kein harmonisches Bild, ihr seht halt nur eine rote Tischdecke. Blöde gesagt. Und der Rest ist einfach nur noch Kulisse. Das ist halt mit dem Roten. Und auch der rote Speckel ist drin. Also dieses Glitzern, was ich auch in Hautfarben, ist es sehr gering, muss ich dazu sagen. Also bei Hautfarbe ist es mir nicht aufgefallen. Wie beispielsweise beim LG Forte, da fand ich es in den Hautfarben auch extrem. Hier wirklich nur reines Rot. Und dann bei größeren Flächen habt ihr ein extremes Glitzern auf der Rotfläche. Jetzt suche ich mal gerade irgendwo so was richtig schön Grünes. Auch dieses Pongual, das ist nicht grün genug, das ist halt ein dunkles Grün. Also beim Grün finde ich jetzt kein schönes Beispiel, wo man irgendwie was sehen kann. Ja, Grün sehe ich jetzt nicht, aber Grün und Rot sind die beiden Farben. Wenn saftiges Grün drin ist, dann ist es zu grün. Und das Rot ist zu rot. Das ist schwierig zu beschreiben. Und das Interessante ist, dass dieses dominante Rot auch dann gegeben ist, wenn ihr wie bei mir jetzt in der Werkseinstellung unterwegs seid und Rot 80% Farbanteil hat, während die anderen bei 110 sind. Das heißt, Rot ist 30% zu untersättigt und trotzdem springt das Rot immer noch voll ins Auge, weil es von diesem RGB-Laser einfach kommt. Und hier haben wir den Rasen. Genau. Hier, Fußball, FIFA, der Rasen, das ist viel zu grün. Das ist ekelhaft grüner Rasen, das macht keinen Spaß. Kein Rasen dieser Welt sieht ansatzweise so aus wie auf diesen ersten beiden Bildern. Das dritte geht schon fast wieder und das vierte ist wieder völlig vom Farbton daneben. Also schwierig. Ich habe die Kalibrierung, wie gesagt, abgebrochen. Ich weigere mich, den Projektor zu kalibrieren, denn ich sag euch, die Zielgruppe für diesen Projektor legt keinen Wert auf eine, ja, normgerechte Kalibrierung. Der Vollständigkeit halber möchte ich euch einmal die Kalibrierungswerte out of the box vom Hisense C1 schicken. Wie gesagt, ich habe diesen Projektor innerhalb von einer Stunde nicht ansatzweise von einer Kalibrierlogik her verbessern können, was das betrifft. Und dementsprechend habe ich die Kalibrierung hier für den Test verweigert, weil, ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen Lebenszeit, die ich anders füllen kann. So, wir haben out of the box, haben wir einen krassen Blau- und Grünüberschuss. Der Rot ist extrem, ja, mit Unterschuss unterwegs. Und den grünen Stich, den sieht man tatsächlich sehr deutlich, während ein Blaustich in der Regel ja nun mal nicht so wahnsinnig auffällt, nur durch eher kühlere Farben, muss man ganz klar dazu sagen, was hier durch diese super tropfenden Grün- und Rottöne natürlich ja schon wieder ganz gut aufgefangen wird. Hier seht ihr Spektrum bei der Kalibrierung, diese 10% Abweichung, die erstmal noch fast okay wirken, sind in der Praxis schlimmer, als ja, es hier sich darstellen lässt. Ihr seht das, weil Rot einfach komplett runter geht und ihr kriegt hier einfach keine vernünftige RGB-Balance zusammen beziehungsweise nicht durchgehen. Ihr könnt mal einen Punkt annähern, wenn wir zum Beispiel Rot hier bei 20% hochziehen, dann ist er bei ja, 80-90% dann irgendwo völlig drüber und es ist einfach, ja, es folgt keiner Logik, wie das Ganze kalibriert werden will. Dann springen wir einmal in das Farbspektrum rein. Ihr seht diesen schönen grauen Kasten in der Mitte, das ist der REC 709 Farbraum, der hier eigentlich abgedeckt werden wollte. Und ihr seht, dass der C1 voll im ja, großen RGB-Spektrum unterwegs ist. Also um nicht zu sagen P3 bzw. BT2020 ist der Farbraum, den ihr hier tatsächlich darstellt. Und in dem Zuge ja, sehen wir, wie viel Farbspektrum so ein RGB-Laser darstellen kann. Deswegen war ich ja auch umso enttäuschter, dass er sich nicht vernünftig kalibrieren lässt. Denn ihr seht das hier, der weiße Rahmen ist das, was der Projektor kann. Und da sind wir absolut in einem verdammt geil großen Farbspektrum unterwegs. Und das ist das, was ich einfach so unfassbar schade und enttäuschend finde. Ja, weil er kann das Farbspektrum ja, nur warum lässt es sich nicht vernünftig kalibrieren? Und
Ich bin einfach echt enttäuscht, weil, naja, ihr seht das, das Potenzial schlummert im Projektor. Den Helligkeitsverlauf zeige ich noch einmal, der sieht mustergültig aus und auch den Gamma-Verlauf seht ihr hier vorbildlich bei 2,2, was auch der Zielwert war. Absolut vorbildlich dargestellt, also hier gibt es gar nicht mal so viel zu beanstanden, außer dass es sich eben ja, von hier nicht vernünftig normgerecht kalibrieren lässt. Kommen wir zum Fazit des Hisense C1 RGB Laserprojektors. Was wir festhalten können, out of the box ist das Bild tatsächlich mäßig, weil es hat einen Farbstich. Diesen Farbstich kriegt ihr nicht so wahnsinnig vernünftig rauskalibriert, wobei ich dazu sagen kann, geht in die Einstellungen und nehmt einfach 2-3 Klicks grün raus und dann habt ihr immer noch einen Blauüberschuss, der allerdings nicht so ins Auge fällt wie der Grünstich, muss man ganz klar dazu sagen. Was auch auffällt, ist die Lautsprecher, die drin verbaut sind. Ich habe ja gesagt, ich bin kein Fan davon, von sowas wie JBL und wie sie nicht alle heißen, Harman und Kardon, so die großen HiFi-Marken der Vergangenheit, die auf die Idee kommen, irgendwelche Sachen zu zertifizieren und dann ihren Namen da drauf zu schreiben, sodass ihr glaubt, ihr kriegt was Gutes. Hier muss ich dazu sagen, ich hatte den Hisense, ja, bei meinem ersten Testlauf hinterm der Sitzposition stehen und war mega ernüchtert von der Audioqualität, die der Projektor bereitstellt. Wenn man den Projektor allerdings vor sich stehen hat, dann ändert sich das komplett, wenn der Projektor vor einem steht. Also die Lautsprecher strahlen das so schön räumlich von vorne raus. Also es hat mir echt die Schuhe ausgezogen, wie gut er dann tatsächlich unterwegs ist. Ich würde sagen, vergleichbar mit einer 200-Euro Soundbar, da kommt der wirklich hin. Das schafft er, die ersetzt er. Also wenn ihr den hier habt, dann braucht ihr keine Soundbar mehr. Untenrum im Bassbereich ist es natürlich stark limitiert, geht ja gar nicht anders, sollte man ja von vornherein einplanen, wobei er bassmäßig auch tiefer runterkommt. Also wer normal so einen Fernsehton gewohnt ist oder halt eben so eine 200-Euro Soundbar, der wird hier nichts vermissen, das sage ich euch ganz ehrlich. Und die Räumlichkeit vorne, das hat mich echt überzeugt. Und er kann auch extrem laut, wobei man dazu sagen muss, zum Thema Lautsprecher, ich bin das Heimkino mit den Bowers Wilkins CT7.5 in der vollständigen Konfiguration und muss in dem Moment dazu sagen, ja klar, da kommt der auflösungstechnisch Druck und Pegel und Feindynamik, Grobdynamik, kommt der überhaupt nicht mit, ist ja völlig nicht anders zu erwarten, wobei man dazu sagen muss, ein CT7.5 kostet so viel wie der gesamte Projektor, das darf man halt auch nicht vergessen. Zu den positiven Punkten gehört definitiv die Betriebslautstärke vom Projektor, der ist so angenehm leise. Und vom Frequenzspektrum muss ich dazu sagen, wenn man den Projektor hinter sich hat, dann finde ich es etwas unangenehmer, weil er nach vorne unangenehm abstrahlt. Wenn man hinter dem Projektor sitzt, ist das auch wieder völlig in Ordnung. Was ich allerdings super nervig finde und ich hoffe, Hisense bessert danach. Im Moment hört ihr das Shifting-Geräusch und die beiden Lüfter, die permanent laufen. Die Lüfter laufen aber nicht permanent. Wenn der Projektor meint, es ist gerade nicht warm genug oder es ist kühl genug in der Umgebung, dann macht er die Lüfter aus. Und dann ist er wirklich richtig leise. Haken an der ganzen Sache ist, wenn er dann merkt, es wird wieder zu warm, dann wirft er die Lüfter wieder an. Das heißt, ihr habt hier, ich habe es gemessen mit 30 und 35 Dezibel aus 20 cm Entfernung. Also wir reden hier über einen leisen Projektor. Was allerdings nervig ist, Lüfter geht an, Lüfter geht aus, Lüfter geht an, Lüfter geht aus. Und das sind Sachen, die nerven einfach. Also liebe Leute bei Hisense, packt da mal eine Firmware drauf, macht mal ein Update und lasst den Lüfter einfach permanent auf gleicher Stufe laufen. Das wäre die perfekte Lösung, weil denn, wenn die Lüfter laufen, das stört nicht. Stören tut es, wenn sie ausgehen und wieder anlaufen. Was mich beim Projektor so ein bisschen enttäuscht hat, ist tatsächlich, oder was heißt enttäuscht hat, ich meine, wir reden hier über einen 2000-Euro-Projektor und für einen 2000-Euro-Projektor erwarte ich schon, dass er gewisse Sachen einfach auch hinbekommt. Und dazu gehören meiner Meinung nach sowas wie, es ist ein Einschippgerät und er hat halt ein recht einfaches Objektiv dann dabei. Ich muss allerdings dazu sagen, für einen Einschipp-DLP-Projektor finde ich die Bildschärfe, ja, nur Schulnote 3 würde ich sagen. Also da hat man schon ganz andere gesehen oder ein LG Forte beispielsweise, der ja 1000 Euro mehr kostet, was das betrifft. Der kommt mit einer völlig anderen Bildschärfe daher. Die Bildschärfe ist der Wahnsinn, die das Teil produziert. Und da kommt der Hisense, ist halt wirklich mit fast 2 Noten Abstand dann da unterwegs. Also das ist wirklich ein echt, also für einen Einschippprojektor war ich ein bisschen enttäuscht von der Bildschärfe. Die ist aber völlig in Ordnung. Also ihr könnt kleine Schriften lesen, die ist auch scharf genug, die bildet halt ab. Wobei ich dazu sagen muss, selbst ein Epson LS12000B, der in meinem Heimkino ja die Festinstallation darstellt, und ein 3-Chip
Projektor ist und auch von der Objektivqualität, gut, die ist bei Epson echt gut für die Auflösung, die dahinter steckt, muss man dazu sagen, also der LS12000B ist Schulnote 1, wenn er eine Schulnote 3 ist, um das mal in Relation zu setzen. Also da kommt er bei weitem nicht an die Bildschärfe und Auflösungsschärfe heran, was jetzt in erster Linie allerdings dem Objektiv geschuldet ist. Ihr seht das schon, das ist ein recht einfaches Objektiv, was in so einem Laserprojektor hier verbaut wurde. Thema Gaming. Der Hersteller Hisense selber schreibt auf seiner Homepage, der Input-Lag, die Latenz im Gaming-Modus ist unter 120 Millisekunden und absolut Gaming-tauglich. Liebe Leute bei Hisense, was spielt ihr für Spiele? So Kartenspiele oder rundenbasierte Rollenspiele? Weil ganz ehrlich, 120 Millisekunden ist ein absolutes K.O.-Kriterium. Dieser Projektor ist in meinen Augen gar keine Empfehlung für den Gaming-Bereich. Also 120 Millisekunden, da könnt ihr kein Tetris mit vernünftig spielen, da könnt ihr kein Autorennen vernünftig spielen, zumindest keine Chance mit stehenden Starts. Wenn es so läuft, so ein bisschen mag das irgendwo noch funktionieren, aber ein stehender Start ist ein K.O.-Kriterium. FIFA könnt ihr vergessen und ja, Ego-Shooter-mäßig alles, wo es auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, das könnt ihr auch vergessen. Mit 120 Millisekunden, das ist schon echt eine Ansage. Also das sind so Spiele, da könnt ihr ruhige Spiele, hier Rollenspiele könnt ihr darauf spielen. Wo es nicht auf die Reaktionsgeschwindigkeit oder wo nicht die stabilsten Bildraten herkommen, solche Spiele könnt ihr damit spielen. Aber wenn es um Geschwindigkeit und Reaktion geht, dann sind 120 Millisekunden in meinen Augen ein absolutes K.O.-Kriterium für den Gamer. Thema Bewegbilddarstellung. Die Zwischenbildberechnung vom Projektor gehört mir zu dem Besten, was ich je gesehen habe. Also entweder habe ich das Bild zu klein dargestellt bei mir, dass einfach keine Artefakte aufgefallen sind und nennenswert, aber die sind wirklich, die Zwischenbildberechnung gehört mir zu dem Besten, was es auf dem Markt tatsächlich so gibt. Also da hat Hisense eine mega gute Zwischenbildberechnung am Start. Kann man gar nicht anders sagen. Und gleich gefolgt kommt ein kleiner Negativpunkt für alle. Komischerweise ist es bei Laserprojektoren ja immer so eine Eigenart, dass die wenigsten 3D unterstützen. Dieser Projektor unterstützt kein 3D, sei an dieser Stelle auch mal gesagt, wo wir gerade bei der Bilddarstellung sind. Zum Thema Bilddarstellung, ihr habt es eben im Praxisteil schon gehört, also alles, was ich habe jetzt auch gerade so, was läuft hier, so ein Bildschirmschoner läuft hier gerade drüber. Ich habe hier so ein rote Häuser und das Rot, ah, diese Rotdarstellung, sie springt einfach ins Auge. Obwohl der Projektor 30% zu wenig Rotsättigung hat, springen die einen ins Auge, diese Rottöne. Das geht gar nicht. Grün genauso. Das führt einfach zu unnatürlichen Bildern. Diese Bilder, das ist so, immer wenn ich euch sage, so Filme wie Herr der Ringe beispielsweise, die so von den Farbsettings leben. Also ganz ehrlich, hier sieht jeder Wald, ich habe gerade ein Waldbild, das sieht aus wie das Hobbitdorf von Herr der Ringe. Das ist doch hier das Hobbitdorf. Völlig übersättigte Farben, das Grün, das tropft und trieft an allen Ecken und Enden. Aber das tropft und trieft hier immer und überall. Und spätestens, wenn wir bei den Elben angekommen sind, wo ja alles so grau und trist von der Farbdarstellung ist, dann tropft das hier immer noch von der Leinwand runter. Und genau das ist immer der Punkt, das gehört sich nicht. Das ist falsch. Das ist so nicht gewollt. Und Rot und Grün sind hier einfach so die dominierenden Farben, wenn sie in einzelnen Flächen mit intensiven Farbtönen vorkommen. Also reißt mich jedes Mal aus dem Bildeindruck raus und ja, das stört mich einfach, weil ich möchte ja in so einen Film eintauchen, ich möchte abschalten und ich möchte in diesem Film drin sein. Und hier werde ich immer auf diese roten und grünen Flächen gelenkt und das lenkt einfach ab. Thema Schwarzwert. Ja, ich habe den Projektor jetzt hier auch von der Leinwanddarstellung nur mit Nicht-Restlichtoptimierung gezeigt. Also im dedizierten Heimkino hat dieser Projektor nichts verloren. Das sieht man schon, man kann ihn nicht vernünftig kalibrieren oder zumindest wäre es eine Tagesaufgabe. Und dann gehe ich davon aus, nach einer Tagesaufgabe gehe ich davon aus, wenn ich hier 8-9 Stunden dran gesessen habe, dann habe ich das irgendwann gerafft und in den Griff gekriegt, wie ich diesen Projektor zu handeln habe, dass ich am Ende eine vernünftige RGB-Treppe reinkriege. Aber wie man normalerweise kalibriert, mit dem Handwerkzeug braucht ihr hier nicht anfangen, weil das funktioniert halt nicht. Und das ist einfach ärgerlich. Und deswegen frage ich mich einfach bei dem Projektor, wie sieht eigentlich die Zielgruppe von dem Projektor aus? Fürs dedizierte Heimkino ist der Schwarzwert nicht gut, Rot und Grün, die Farbballons, die Farben passen halt überhaupt nicht und sind auch nicht vernünftig in den Griff zu kriegen, so wie ich es festgestellt habe. Und dadurch ist es für mich schwierig, das hier einzugrenzen. Und alleine schon diese Trapezkorrektur und den Bildbereich, wenn ich ihn jetzt nach hinten packe und zoome das Bild dann kleiner, dann leuchtet er mir trotzdem noch die halbe Leinwand grau aus. Da ist dann kein Bildinhalt mehr drauf, aber er hält sie halt unnötig und künstlich
künstlich auf. Also sprich, im dedizierten Heimkino hat der Hisense C1 in meinen Augen nichts verloren, aber überhaupt nichts verloren. Also wer den ins Heimkino stellt, dem ist irgendwie auch nicht mehr zu helfen, böse gesagt. Somit wäre die Frage, für wen ist jetzt der Anwendungszweck halt gegeben? Wenn ich so jetzt, ich habe ein Wohnzimmer, ich habe jetzt hier eine weiße Wand so nach dem Motto und dann sage ich so, ich muss auch nicht im Stereo-Dreieck sitzen, ist kein Heimkino, ich möchte so ein großes Bild an der Wand haben und nebenbei sitze ich am Esstisch oder in der Küche oder gucke von Weitem mal, gucke, was der Fernseher macht. In dem Moment würde ich sagen, wie hier, wenn euch nicht stört, dass auf dem Money Seat, dem akustisch perfekten Platz im Heimkino, der Projektor steht und das Bild projiziert, dann stellt ihn euch hin. Wenn ihr sagt, ich sitze links und rechts daneben, ich kann mich damit arrangieren, dass zwischen mir noch ein Projektor sitzt, so, dann kann man damit glücklich werden, dann kann man den nehmen. Oder wenn man sagt, ich nehme ihn mobil mit irgendwo, so Camping oder eine Powerbank, weil der Projektor nimmt, ich habe es gesehen, der nimmt wirklich nur 200 Watt Stromaufnahme. Mehr nimmt er wirklich gar nicht. Und das heißt, den könnt ihr noch an eine Powerstation dranhängen und eine Powerstation mit 1 Kilowatt Entnahme Nahmeleistung, da habt ihr noch 5 Stunden ja, Zeit, euren Film zu gucken abends. Und das ist schon verdammt cool. Und das auch mit eingebautem Ton. Damit ist der Projektor wirklich mobil. Und das Einzige, was der Projektor im Grunde braucht, ist eine Zuspielquelle. Wie bei mir, ich habe ihn jetzt über weite Teile übers WLAN eingebunden bei mir und habe alles übers Internet, halt über die Internetverbindung abgegriffen, YouTube und Co. und was nicht alles. Und man kann ihn aber auch direkt mit HDMI verbinden, was das betrifft. Und das funktioniert auch, muss man ganz klar sagen. Also ein Blu-ray-Player direkt anschließen, was auch immer, funktioniert einwandfrei oder Spielekonsole dran, alles gar kein Problem. Zum Thema Regenbogeneffekt, RBE, das heißt Regenbogeneffekt, für alle, die es nicht kennen, heißt das, wenn ihr so wie ich empfindlich für einen Regenbogeneffekt seid, dann guckt euch beim DLP-Projektor mal insbesondere Bilder an, die schwarz und weiße Inhalte beinhalten. Allein schon Untertitel reichen so, ne? Also wenn ihr sowas beispielsweise mal drin habt. Und, oder wenn ihr es hier macht, eben den Bildrahmen einstellt vom Projektor. Das ist auch so ein weißer Rahmen auf dem schwarzen Hintergrund vom Projektor. Und das sind immer die Momente, wo man immer, wenn man blinzelt, dann nimmt man so einen Regenbogen wahr. Also man sieht hier Rot, Grün und Blau, weil die Farben werden nacheinander projiziert. Und dadurch sieht man das, seht ihr auch, habt ihr auch auf der Kameraaufnahme möglicherweise gesehen, habe ich jetzt gar nicht eingeworfen. Alles, was ich jetzt vom Projektor abgefilmt hatte, das mag mal flimmern und flackern. Das tut es nur auf der Kamera, weil die Kamera das sehen kann, das menschliche Auge allerdings nicht, zumindest nicht so schnell. Und unterbewusst können wir es dann doch ein bisschen wahrnehmen oder auch teilweise bewusst. Das ist dann dieses Farbglitzern, dass ihr halt die Regenbogenfarben seht. Das heißt, ihr habt eine weiße Schrift und an den Rändern seht ihr blau-grün. Und dann blinzelt ihr einmal und dann habt ihr wie so einen kleinen Farbblitz, so kann man das beschreiben. Wenn ihr dafür empfindlich seid, dann werdet ihr das relativ schnell merken. Und das kann sich auch dahingehend widerspiegeln, dass euch da innerhalb von 30 Minuten auch ein bisschen das auf den Magen schlagen kann. Das war zum Beispiel beim LG Forte bei mir der Fall, dass ich mich beim Projektor gucken einfach, ich hatte ein flaues Gefühl im Magen, ich habe mich unwohl gefühlt. Das hatte ich jetzt beim Hisense tatsächlich gar nicht. Wobei ich den RBE-Effekt hier durchaus wahrnehmen kann, muss man dazu sagen. Also ich sehe ihn in den, ja, berühmten Szenen. Jetzt, wenn man damit mal so eine Stunde guckt, dann ist es für mich allerdings völlig in Ordnung. Da fand ich ihn jetzt unproblematisch. Aber es sei erwähnt, der RBE-Effekt ist wahrnehmbar. Was ich auch besonders schön fand, was mich auch echt überzeugt hatte, war, er fährt verdammt schnell hoch. Also vom Einschalten bis zum Hochfahren vergehen 16 Sekunden. Und vom Knöpfchen drücken bis zum Runterfahren zeige ich euch das jetzt. Zack, 3 Sekunden, der Projektor ist aus. Am Ende bleibt festzuhalten, der Hisense C1 ist ein Projektor, der für mich persönlich keine Zielgruppe bedient. Ich sage fürs dedizierte Heimkino, ganz kurz gesagt, da gehört er nicht rein. Und für alle, die mal suchen, einen Projektor für mal eben so hinstellen, muss man dazu sagen, ich finde ihn ehrlich gesagt zu teuer, weil der kostet ja roundabout 2000 Euro und sagen wir so, wenn euch das 2000 Euro die nicht wehtun, ihr kriegt hier wirklich einen Projektor, der kein Schwarz kann, der ein unausgewogenes, ja, schlechtes Farbbild darstellt oder ja, ein Bild, es darf euch nicht wichtig sein. Wenn ihr das Thema Kalibrierung für völlig überbewertet haltet, könnt ihr mit dem Projektor vielleicht glücklich werden, weil dadurch, dass Rot und Grün einfach so dermaßen aus dem Bild rausstechen, glaube ich auch nicht, dass man das im Rahmen einer Kalibrierung hinbekommt. Denn out of the box hat der Projektor 30% zu wenig Rot und es fällt völlig ins Auge. Also wo wollt ihr das denn hinstellen?
wenn 30% Rotunterschuss immer noch die dominanteste Farbe im ganzen Bild darstellen. Also das wird nichts mit akkuraten Farben bei dem Projektor. Da müsst ihr da mit dem Bild, was er liefert, müsst ihr einfach glücklich werden und Bock drauf haben. Probiert ihn zu Hause in euren vier Wänden einmal aus, macht euch euer eigenes Bild. Und vielleicht kommt ihr zu dem Ergebnis, zu dem ich auch gekommen bin. Vielleicht kommt ihr aber auch zu dem Ergebnis, dass ihr diese Zielgruppe trefft, die ich bei diesem Projektor nicht gefunden habe. Kann ja auch mal passieren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch auch nächstes Mal auf meinem Kanal begrüßen darf.